zerstören! Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Secret Citadel. Wir sind schon wieder zur Mama gelaufen und kriegen es wahrscheinlich wieder richtig auf die Fresse. Aua, man kann nicht durch sie durchrollen. Dummer Spast. Man kann sie auch nicht durch sie durchdashen, wie du siehst. Ich hab's aber gemacht. Du musst. Oh. Du fucking Kiste, Junge. Aua! Aua! Was ist denn das für eine Scheiße? Guck, das ist mein Special. Alter, das Schaden gemacht bei ihr. Aua! Du bist fast tot. Ja, ich bin tot. Ich habe gerade noch nach oben gedrückt, aber es hat nicht mehr gewirkt. Einfach schnell unterbrechen, die Pflanze. Du bist tot, oder? Du warst gerade tot, da hast du dich selbst. Warum? Du hast dich selbst wiederbelebt. Wie hast du das geschafft? Ich glaube, du hast einfach X gedrückt. Währenddessen. Ich hatte gerade auch scheinbar nicht meinen Trank genommen. Aber dir fehlt einer, also hast du ihn genommen. Ja, jetzt gerade nach dem zweiten Tod habe ich ihn genommen. Nee, du passt eigentlich, Also eigentlich hast du, nachdem ich dich wiederbelebt habe, anscheinend war dein zweiter Trank weg. Also dann war dein erster Trank weg. Du hast dann nur noch zwei. Ja, ich vielleicht gerade noch einen gefunden. Au! Was war das denn? Hab ich! Dumme Schlampe, Alter. Hör auf mit der Scheiß. Aua! Noch einen und sie stunlockt mich einfach. Und sie stunlockt mich nochmal. Schaden. Einfach einmal Schaden machen. Okay, ich habe keinen Heiltrank mehr, oder? Ich habe noch einen. Echt so nach Farben funktioniert, finde ich interessant. Ich bin gleich wieder tot, ich komme wieder zum Scheiß raus. Danke. Hallo! Alter, nee, ey, ich bin gleich wieder drauf. Okay, das macht aber echt gut Schaden. Es macht keinen Schaden, aber es macht scheinbar echt gut. Achso, springen! Oh Gott, ich konnte nicht springen, oder? Doch, ich konnte nicht springen. Ich bin tot. Du kannst über sie drüber. Ich bin tot. Ja, ich weiß. Ich wollte es dir nur sagen. Also ja. Alles gut. Ich hab schon gedacht, dass du es weißt, aber. Ah, was ist gleich tot? Oh Gott. Tot? Oh fuck. Ja, du hast aber relativ viel HP. Tot? Das war mir so klar. Ich mach jetzt einfach weiter Schaden. Tot. Tot! Ich bin gerade so. Oh Gott, ich bin wieder am Leben. Ja, ich hab dich schon wieder belebt. Hallo! Oh Gott. Was zur Hölle? Ich bin gerade einfach nach. Ich wurde in die andere Richtung geschlagen. Ich hab mich ich hab mich nach rechts weggerollt und hab mich nach links geflogen. Hat sich selbst umgebracht. GG. Oh Gott, ein Achievement bekommen sogar für ein richtiges. Ja, das habe ich nicht gesehen. Rache ist Blutwurst. Gar kein schlechter Umgang mit den Waffen. Ich hätte da ein Angebot. Die lebt noch. Schneid dir deinen Bauch auf. Ich bin ein einfacher Händler und sammle seltene Artefakte. Cool. Ich habe diese stümperhafte Grimmung bezahlt, damit sie mir zwei Artefakte. Hast du bekommen? Aber ich habe was? Nur eins bekommen. Ich meine gerade ihn. Such das zweite. Bring es zu mir. Und du wirst reicher belohnt,
als in deinen kühnsten Träumen. Ich krieg Half-Life 3? Und was machst du, wenn ich dir einfach dein Kinn abschneide? Ja, gut, das Ding war ja richtig gut, was ich aufgehoben habe. Ja, ne, das war. Warte mal. Ich glaube, ich gebe dir das Ding einfach. Guck dir das mal an. Warte mal. Habe ich das fallen lassen? Kann ich das irgendwie fallen lassen? Ja, du musst einmal auf. Ich glaube, du kannst aber nichts Schlechteres aufheben. Du kannst, glaube ich, deine Waffen tauschen, ne? Also auf Select und dann einmal Waffen tauschen. Waffen tauschen. Und natürlich bin ich jetzt full. Doch, der da. Alter! Leck mich im Arsch. Bums mich doch und nenn mich Susi. Warte mal, ich muss auch noch was leveln. Falsch was gedrückt. Das verstehen jetzt nur Leute der ganz alten, die ganz alten Schule. So, ich habe jetzt in jedem 10 Punkte drin. Beste Leben, ich habe jetzt in einem 40 Punkte drin. Nein, nicht ab, nicht verlassen. Recht. So, gut. Ich nehme scheinbar schon wieder nicht auf. Hä? Ach, Junge, was machst du denn? Ich habe gerade hundertprozentig aufgenommen, ich habe drauf geguckt. Also er hat die Aufnahme gestartet, 1000%. Ist seine Festplatte voll oder so? Ich guck gerade nach. Er hat auch ein Part angefangen, der 3,29 GB groß ist. 3,92. Hä? Ich habe 268 GB frei. Tja, das sollte eigentlich passen, ne? Hast du vielleicht irgendwie irgendwas gedrückt, dass es ausgeht? Ich habe vielleicht den einen Part nicht beendet. Ich guck mal nach. Du hast doch gesagt, du musst gar nicht ausmachen. Hast du da vielleicht die Aufnahme gestartet und sie dann beim Start der wirklichen Aufnahme ausgemacht? Also das ist praktisch... Nee, ich habe beendet, als wir beide tot waren. Okay. Ich nehm den Part schon nicht auf. Wie lange nehmen wir schon wieder auf? 7 Minuten ist wieder. Na gut, dann schickst du mir halt den Part auf. Sehr gut. Sehr gut. Hä, warum? Der erste ist schon hochgeladen. Kapitel 3. Nice! Endlich. Let's go! Das Hochplateau. Sehen die Level irgendwie alle gleich aus? Immer so ein bisschen grün. Oh, das hat aber ganz wenig Dingens nur. Wenn die anderen. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ich glaube, alle haben das, oder? Ja? Guck doch mal kurz hin. Das... Okay, Moment, zurück. Ich würde sagen, ich würde den Part jetzt sogar ein bisschen kürzer halten. Tatsächlich haben die nur 5. Ja, können wir machen. Machen wir 15 Minuten, oder? Ach ja, wir sind schon einen nice Part. Ne? Ich dachte, wir hätten was zusammenschneiden müssen. Aber nee, schon gut. Können wir eigentlich machen. Also machen wir weiter? Ja, ich dachte, vielleicht beenden wir gleich, aber wir haben ja erst fast 8 Minuten. Ja, also machen wir jetzt das Hochplateau. Start. Und wir können auch hier in die Stadt. Der eindrucksvolle Händler behauptete, das zweite Artefakt sei hoch oben in einem hohen Turm auf dem wilden Hochplateau im Norden zu finden. Kaum einer würde diesen Ort freiwillig aufsuchen. Ich mach's. Das Artefakt würde angeblich von einem schrecklichen Monster bewacht werden, das von den wilden Ureinwohnern zugleich verehrt und gefürchtet wurde. Es war eine gefährliche Mission, aber die Abenteurer fürchteten weder Tod noch Teufel. Angetrieben von dem Versprechen, ist es Mosbeck 2.0? Nahmen sie die Mission an und brachen in die... Oh, das sind seine Flügel. Ich glaube, es ist ein Jude. Ich dachte, das wäre das Dach oder so, aber nee, es war seine fucking Flügel. Ich glaube, das ist groß, das Vieh. Ja, wahrscheinlich. Wir können ja erstmal die Statik berechnen, ob der fliegen könnte. Und wenn nicht, verklagen wir die Entwickler wegen Fehlinformationen. Das Hochplateau. Hallo. Was seid ihr denn? Die sehen aus, als würden die aus meinem Stamm kommen, Junge. Oh Gott, aua. Mir fasziniert das jetzt mal. Ich auch, tatsächlich. Seid ihr aus meinem Stamm, Leute? Oh, sei doch nicht so gemein und greift sie direkt wieder an. Ja doch, die gehören zu meinem Stamm, die muss ich töten. Ja, vielleicht sind die freundlich. Es wäre richtig lustig, wenn es Gegnerklassen gäbe, die einfach freundlich wären, bis man sie angreift. Junge, die hat richtig Geld verloren. Könnt ihr das bitte lassen? Und mir das ist Fragen? Ganz, ganz komisch. Alter, wir sind ja Fähre gefahren, ne? Ja. Scheiße, weißt du, was ganz, ganz komisch ist? Fähre fahren? Boot, Alter. Boot ist ganz komisch, ey. Man kann übrigens dann mit dem Luftangriff. Okay, ich mach immer Luftangriffe. Ich kann keine Luftangriffe machen, ich weiß nicht, wie das geht. Du springst und drückst X.
Ich meine so mit so einem Bodenschmetterangriff. Ich möchte mir gerne die Rüstung angucken. Ich würde wirklich gerne den Bogen nehmen. Och, willst du mich verarschen, Mistspiel? Alter, wo sind denn die auf welchem scheiß Level? Aua! So, mit denen kann ich umgehen. Wenn ich in eine Ecke boxe, dann sind die auch tot. Ja, du musst springen, dreimal X und dann einmal Y. Explosivpfeile freigeschaltet. What the fuck? RB und Y. Ich hab das hier freigeschaltet, den Tornado. Ich muss sprinten und Y drücken. Welches ist RB? RB ist die kleine Taste. Alter! Okay. Okay, die Viecher nerven mich enorm. Aber sie sind heute nicht stark, sie sind einfach nur nervig. Sie sind nerviger als die Fische, finde ich. Die haben deutlich mehr Leben als die Fische. Alter, ich liege so viel auf der Scheiße. Alter, ist so. Guck mal die Rüstung an, ich hab da. Die ist so richtig schlecht. Achso. Ich hab meine fallen lassen. Okay, dann haben wir dieselbe Rüstung gehabt. Warte. Das war mein Explosivpfeil übrigens. Okay. Gehen wir gleich mal den Gegner ausprobieren. Große Königin, bitte nimm dieses bescheidene Opfer an und verschwinde uns nicht auch noch. Macht ruhig, interessiert mich nicht. Ne, macht ruhig weiter. Königin gibt's nicht mehr, Jungs. Außer jemand anderen. Ich glaube nicht, dass sie die Grimmauk-Mama meinen. Ich glaube, die kennen die ja gar nicht in ihren komischen AIDS-Gebirgen. Hallo, die machen Sachen, die mir nicht gefallen. Was machen die denn? Die machen Assassinen-Sachen. Hört auf mit dem Mist. Aua! 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 Die sind echt stark hier, Alter. Da muss selbst ich ein paar Mal drauf prügeln, bis sie tot sind. RIP. Falle. Aua, ich wurde durchgerollt, du Arsch. Wenn ich verarsche, jetzt kann ich nicht in die Ecke prügeln hier. Die schlägt das Ding hier automatisch hin, das ist super. Gott, das ist lustig. Aber ich möchte gerne nicht die ganze Zeit von diesem Teil auf die Fresse bekommen. Kann ich euch verarschen, Alter? Oh, man kann die Eier kaputt machen übrigens. Du hast gerade ein Special gemacht? Ja, weil mich die Viecher so nerven. Kann man auch machen. Aua! Also, die sind richtig kacke, die kleinen Teleporter. Die machen manchmal einfach komische Ninja-Sachen, wenn sie aufstehen. Übelste Shit, Alter. Die bin ich gar nicht so stark. Ah, das verbraucht aber auch was von der Special Attack Leiste scheinbar. Junge, es reicht. Nicht nochmal von diesen Viechern. Aber die gefallen mir besser als die Fliegenden, Alter.
Ich habe auch nicht mal meinen ersten Wuttrank, Junge. Jetzt kriegst du auch die Meldung dafür. Die ersten hier lagen schon 10 rum, Alter. Die blauen Tränke, nein. Ja, da lagen zwischendurch 10 von rum. Du hast alle aufgehoben. Alle zwei? Ja, alle. Wir hatten nur 2 blaue Tränke. Sonst hättest du auch 3, oder nicht? Ich glaube, ich habe mal einen genommen. Da oben liegt ein Heiltrank für dich. Danke. Er kriegt richtig Schaden. Nice, aber die anderen Viecher nicht. Ach, der lebt noch. Ja, die kriegen ja keinen Schaden da unten drin. Wer war das gerade? Das ist ein Splitter, also hier so ein Kristall. Ih, Alter, nicht auf der Insel hier kämpfen, ey. Aua! Einen kurzen Seitentausch gemacht. Aua! Ich kann den scheiß Angriff gar nicht halten, das ist behindert. Also ich kann ihn nicht dauerhaft halten, wenn er aufgeladen ist. Der schießt automatisch nach vorne. Guck mal, wie dumm das ist. Ja. Oh, oh, fuck. Aber jetzt sieht er so eine fliegende Mistviecher, Alter. Das ist übrigens relativ tot. Wegen diesen fliegenden Kackviecher, Alter. Junge, ich komme nicht hoch! Die schmeißen mich die ganze Zeit runter! Ich kann nichts machen. Aua! Also okay, so viel Schaden war das Gift tatsächlich nicht, ey. Aber das ist trotzdem nervig. Die ganze Zeit einfach nur wieder in die Scheiße zu schubsen, finde ich echt lustig. Ich meine, das ist echt ineffizient, ne, aber. Bang! Neue Stufe. Level, ey. Ist das Level auch irgendwie mal vorbei demnächst? Ja, oh. Genau! Ja, klar, da macht doch Spaß. Vor allem nochmal so ein Drecksvieh, Alter. Wir haben beide nur einen Heiltrank, ey. Dann fahren wir jetzt noch in Säure. Das war nicht gewollt, tatsächlich. Ich dachte, ich könnte mal einen Dreierangriff machen, ey. Was war das? Das war mein 3-Punkt-Special. Da ich das Ding einfach nach oben, dann kriegen die Schaden über einen längeren Zeitraum. Ich habe einen Wuttrank gesetzt, ich weiß nicht, was er macht übrigens. Die gelben füllen halt einfach die Leiste auf. Ja. Oh fuck, fast gestorben, Alter. Man kriegt richtig viel Schaden nach einer Zeit in dem Wasser. Ich glaube, das Ding ist richtig perfekt, um Ads zu kreieren. Oh. Oh. Ich habe extra nochmal einen Wuttrank genommen. Ist ja gut. Oh ja. Brauchst du den? Kann man. Warte, dann sammel du mal das Schwert. Warte mal, wenn ich es. Du kannst das Schwert nicht aufsammeln, oder? Doch, kann ich. Ich will ja eigentlich nicht mehr Säure stehen. Wenn ich jetzt das hier nehme, dann kannst du den nehmen, oder? Aber du kriegst auch nicht den besten, oder? Warte mal, LB, RB. Die macht 70, die hat 72. Mal LB, ja. 70 und 72 Schaden. Ich habe jetzt. RB kannst du durchschalten. Also, ich habe 69 und 79. 79? Auf welchem? Auf diesem komischen. Warte mal, ist das der jetzt gewesen? Ja, das 108, ist der. 108, ja, das ist der. Ja, dann gib du mir mal die zweite. Okay, mit. Achso, man tauscht immer das, was man hier hat. Okay. Junge, der ist aber ganz schön scheiße, den du mir gerade gegeben hast. Das war die zweitbeste Waffe, die ich habe. Hab dieses Mal habe ich weniger Punkte, als du, weil ich so viel Schaden gekriegt habe. Naja. Ne, ich hab tatsächlich noch mehr. Du hast sogar besseren Gesundheitsbonus als ich. Ah, warte mal. Erhöht Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern und den physischen Schaden von Fernkampfwaffen.
Was ist Kraft? Erhöht den Elementarschaden, den deine Waffe und beschleunigt die Kraftregeneration. Warte auf andere Spieler. Verteidigung. Okay, ich habe jetzt nicht gelevelt, fuck. Okay. Part zu Ende? Ja, würde ich sagen. Gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao.